Hallihallo und schön, dass ihr wieder einschaltet zu einem neuen Video und zu meinem letzten Unboxing der Zauberbüchse. Juni. Ja, ich habe das Abo schon gekündigt, also es kommt definitiv keine mehr zu mir. Es ist die letzte. Ich habe zwar gesagt, ich warte noch die ab und entscheide dann. Aber da ich gesehen habe, welches Buch oder beziehungsweise erfahren habe, welches Buch im Juli drin ist, habe ich schon vorzeitig entschieden, nein, weil das Buch habe ich schon in der Verlagsausgabe da und das gefällt mir ehrlich gesagt ein bisschen besser, deswegen brauche ich das nicht doppelt. Ja, und ich würde sagen, wir schauen mal rein, ob es mich sozusagen zum Abschluss noch begeistert. Ich weiß natürlich, welches Buch drin ist, das war eigentlich klar, da haben sie eigentlich schon vorher gespoilert, aber egal. Und ich entschuldige mich jetzt schon, wenn ihr Baugeräusche hört. Es wird aktuell wieder nebendran gebaut oder weitergebaut oder was auch immer die da daneben machen. Das ist seit fast einem Jahr schon. Aber ich will das Buch heute noch anfangen zu lesen. Also machen wir jetzt schnell das Video und hoffen das Beste. Gibt es auch von ehrlich zu. Ich bin mit gemischten Gefühlen dran. So, das Thema ist Goldener Käfig, die Spoilerkarte haben wir wie immer hier. So, und dann tun wir mal wieder wie immer die Maisflips hier entsorgen. Ja, irgendwie komme ich nicht zum Boden. Da kommt das genau das Buch, was ich erwartet habe. Aber irgendwie, okay. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier haben. So, einmal. Okay, das ist hübsch. Das ist ein Glasuntersetzer. Den finde ich hübsch. Ja, also gefällt mir. Der bleibt auf jeden Fall. Und dann kommen wir zum Buch. Und zwar ist es The Darkest Gold, die Gefangene von Raven Kennedy. Und der Buchschnitt sieht so aus. Besser, wenn ich so halte, ne? Ja. Also das ist, Band 2 kann man ja schon kaufen und ich glaube Band 3 haben sie jetzt gerade auch schon für die Vorbestellung freigegeben. Also man kann so Sachen gleich loslegen. Für diejenigen, die noch nicht wissen, um was es in diesem Buch geht, weil das wird ja total gehypt. Wir haben hier so Sachen, eine Neuerzählung von König Midas. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt. Steht jetzt nicht der Name noch einmal dort? Nein. Oh, aber hier drin ist es, oh, schönes Bild. Also das gefällt mir. Ist das hinten dann auch noch drin? Nein, hinten ist aber eine Karte drin. Ja, zurück zum Buch. Wir haben auf jeden Fall, sagen wir mal, die Hauptfigur, ich weiß jetzt nicht, wie sie nochmal heißt, die sozusagen ein lebendes Symbol für König Midas ist, weil sie selbst besteht auch aus Gold, sie lebt in einem goldenen Käfig, besteht eigentlich alles in diesem Reich aus Gold, bis plötzlich ja, ihre Sicherheit gefährdet wird und ihre Beziehung auch. Das ist so das Einzige, was ich jetzt noch so grob im Kopf habe. Ich könnte natürlich jetzt auch noch den Klappentext wiedergeben, aber das ist, was eigentlich der Klappentext wiedergibt, bloß mit mehr Worten. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal das Buch. Wie gesagt, ich wollte es schon lesen, es ist nicht immer so dick, deswegen wollte ich es heute vielleicht noch gleich komplett lesen. Und dann haben wir hier ein, wie nennt man die Teile wieder? Schau mal auf die, ich vergesse das immer. Buchhülle, genau. Eine Buchhülle und in der Buchhülle habe ich gespürt, sind Sachen drin. Einmal natürlich das Autogramm der Autorin, dann
Das bringt dazu, also das anscheinend dazu gehört, weil es eine Postkarte. Dann den Overlay, der ist wieder hübsch. Also das, wo ich sage, okay, kann es das sein, dass ich gerade falsch rumgehalten habe. So sieht's aus. Ja, und der Print mit dem Leserbrief. Ja, und das war's schon wieder. Ja. Okay, ich muss. Anscheinend ist das hier eine Schmuckschale aus Exposit-Harz. Okay, da kann man sich jetzt drüber strudeln. Also eine Schale ist für mich. Also das ist für mich ehrlich gesagt wirklich eher was, wo ich mein Glas draufstelle, anstelle eine Schmuckschale. Also die sind doch normalerweise. Okay, ja, wir hatten ja schon beim letzten Mal die Diskussion. Das war auf jeden Fall jetzt die letzte Box, die mich erreicht. Ich weiß nicht, ob ich im August dann die Book Only nehme, gebe ich offen und ehrlich zu. Weil ich aktuell auch entschlossen habe, mir im Juli mir ein Kaufverbot zu erteilen, weil ich viel zu viele Bücher habe und aktuell mit dem Lesen nicht mehr hinterherkomme. Ja. Aber das wollte ich jetzt euch noch zeichnen. Und wie gesagt, ihr werdet wahrscheinlich in meinem Lesemonat Juni dieses Buch noch sehen, weil ich das heute anfangen werde zu lesen. Ja. Auch wenn ich dadurch eine neue Buchreihe anfange, ist egal. Ja, das war's mit dem Video. Ich weiß, das ist recht kurz geworden, aber. Sag mal einfach so, morgen kommt die Fairy Loot bei mir an. Da habe ich mir wieder was zu freuen. Ja, die begeistert mich aktuell einfach mehr. Ich gebe es offen und ehrlich zu. Und ist nicht so, als hätte ich gestern nicht eine Riesenbestellung bei der Bücherbüchse gemacht. Also bestellen tue ich immer noch bei ihnen. Also bloß die Zauberbüchse ist nichts mehr, wo mich so, ja, in Freudenstrahlen ausbrechen lässt. Deswegen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.